Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Endlich geht's weiter. Ich bin krank, Entschuldigung. Wir fliegen jetzt hier mal nach, nach Caymanes. Caymanes. Caymans. Caymaninseln. Weiß ich nicht. Kam schon Steuerparadies. Leider können wir den bei mir nicht mehr hören. Kann man sich den nicht bei dir nochmal anhören? Nee, den kann man. Also diesen, wenn man ins neue Gebiet kommt, den Funkspruch, kann man irgendwie nicht nochmal hören. Das ist das Blöde. Ist das nicht die Baum in Einsatzbesprechung? Sehe ich nicht. Moment. Huch, falsche Taste. Nee, die Bomben-Einsatzbesprechung ist das Video, was danach immer verfügbar ist. Das ist das Blöde. Achso. Kam jetzt schon ein Funkspruch bei dir? Nein. Okay. Ja, vielleicht müssen wir da auch landen extra, damit das kommt. Ich hab's nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, vielleicht müssen wir da landen in dem Gebiet, damit das kommt. Das vermute ich mal. Ich lande jetzt hier einfach mal. Steig mal aus. Ja, Bowman, wir sind in Caymanes angekommen. Was haben Sie für uns? In den letzten Jahren hat das Kartell mit Hightech-U-Booten als Methode experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den Atlantik und fahren dann bis weiter bis zur Küste von Florida. Weiter verwaltet, das sind ein paar tausend Meilen. Ganz genau, der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro. Wir wissen nichts über den Typen, also eine Art Genie ist ein verschlechter, verrückter Wissenschaftler und er hat alles mögliche an Militärelektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Caymanes wissen. Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck, vielleicht macht er Fehler und wir können ihn schnappen. Klingt gut, wir hängen uns rein. Na gut, El Cerebro im Übrigen, Cerebro, das Gehirn. Ja. Hm. Also Cerebro, also wie heißt das auf Latein? Cerebris, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich guck jetzt mal das Video an. Witzigerweise hatte ich nie Latein. Die meisten Kartellmitglieder sind brutale, vollgedröhnte Idioten. Aber Patricio Mendez Valle, alias El Cerebro, ist ein verdammtes Genie, das so schlau ist, dass ihm alles Schnuppe ist. Nidia Flores hat seinen Intellekt schon als Kind bemerkt. Sie schickt ihn in Mexiko aufs College und auf die Hochschule in Kalifornien. Selbst da soll er seltsam und scheu gewesen sein. Aber wir hatten ihn auf dem Radar. El Cerebro leitet das U-Boot-Programm des Kartells von Caymanes aus. Von Caymanes sind seine Halbtaucher manchmal mit 10 Tonnen Kokain nach Brasilien und dann in den Atlantik unterwegs. Dort tauchen sie nur knapp unter die Oberfläche und fahren durch bis nach Mexiko. Sogar bis nach Florida. Aber bald gehören diese Halbtaucher schon der Vergangenheit an. Nidia und er planen wiederverwendbare, vollwertige U-Boote. Was ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit einer U-Boot-Flotte anstellen könnte? Schmuggel wäre nur der Anfang. Wenn wir an die U-Boote wollen, brauchen wir El Cerebro und sein Superhirn intakt und kooperativ. Bedenken Sie, er ist Nidias Haustier. Sie wird ihn nicht einfach loslassen. Vor allem, er ist ihr Haustier, what the fuck? Sie wird ihn nicht einfach loslassen. Ja. Wie es der Zufall so will, ist hier direkt neben uns ein Einsatz. Aber den können wir noch nicht machen, weil er ist noch nicht gelb. Bei mir schon. Zerstören Sie das Drogen-U-Boot. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. So. El Cerebro hat eine Flotte von 3 U-Booten entworfen, die es von Caymanes bis nach Florida schaffen. Dies erhöht die Schmuggelkapazität des Kartells beträchtlich und muss unterbunden werden. Finden und zerstören Sie diese 3 U-Boote. Hört sich also an, als wären im gesamten Gebiet 3 U-Boote. Und das hier, ja, ist hier eins steht davon. Auch U-Boot Flotte 2. Witzigerweise habe ich ja noch keine, nicht mal Aufklärungsdaten. Ich glaube, mir wird das schon angezeigt, weil ich tatsächlich an dem Einsatz schon mal lang gefahren bin. Das ist halt das Problem.
Ich finde das aber übrigens cool mit dem Schiff. Das ist diese Mission mit dem Schiff, wo ich gedacht habe, das ist die, da wo wir die Mission mit diesem Floß gemacht haben. Ja. Dachte ich ja schon, das ist die mit dem Schiff. Aber das hier scheint die mit diesem... Halt. Mach mal ein Rotor aus. Ich sehe. Das hier stören sie drin. Hab noch einen Tango. Ich sehe eine montierte Waffe. Sehe einen dritten. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich zähle fünf. Na, Nachtsicht bringt hier überhaupt nichts. Übrigens, Gehirn heißt Cerebro. Nicht Cerebro. Also Cerebro wahrscheinlich hier auf die komische Sprache. Hier ist ein Drogenboot zum Hochjagen. Da hinten ist das Boot. Mal sehen. Auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote entlang des Flusses vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Dürften fast alle... sind alle markiert. Kannst du mal gucken, ob der Scharfschütze, stehen die sich gegenüber irgendwie? Ja, toll. Ich nehme die Drohne. Also die beiden Scharfschützen müssen ja simultan abschießen, weil sonst sieht der eine, dass der andere tot ist. Die stehen auf derselben Plattform. Ja. Oh Gott, was mache ich hier? Oh, hier gab es aber gerade eine schöne Grafik. Oh Gott, jetzt habe ich hier Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Was hast du denn gemacht? Ich habe die gewechselt. Unidad RPK, was ist das? Leichtes Maschinengewehr, ne, das möchte ich nicht. Ich möchte ein Scharfschützengewehr. So, ich könnte zwei ausschalten. Warte. Also du willst jetzt die 1 aus... 2 kann ich ausschalten. Wenn du 1 kriegst, kann ich 2 ausschalten. Ich könnte es versuchen, aber du weißt, wie ich mit Scharfschützen-Event umgehen okay. kann, ja? 3, 2, 1, los. Oh Gott, ich habe ihn getötet. 2 ist auch tot. Okay, es ist alles gut. Ich bin jetzt hier in so einer Hütte. Ich bin am Klo angelangt. Beim Klo. Bei dir in der Nähe ist direkt einer, ja? Ja. Was? Sehen, warte. Dit war knapp. Abschuss bestätigt. Jetzt hätte uns fast einer gesehen. Den habe ich mal schnell mit der Pistole ausgeschaltet. Ich finde, die Pistolen sind unglaublich stark in diesem Spiel. Also nicht unglaublich, aber so unerwartet, sagen wir es mal ja so. Wo ist denn der Tote jetzt hier hin? Wieso? Nicht, die dass zwei die, den... kommen, die kommen hier alle hoch, glaube ich, gerade, um zu schlafen oder so. Das ist nicht gut, Max, das ist nicht gut.
Laufen die nicht hier gerade ihre Runden irgendwie? Ich weiß nicht. Oh Gott, da hinten kommt einer. Den könnte ich machen. Soll ich? Ja. Ist gut. Alles gut, alles geil, gut. Ich liebe die Pistole. Ich sehe immer die Leichen nicht mehr. Ich glaube, die sind bei mir irgendwie verbuggt. Ich könnte den hier unten umbringen. Welchen? Den. Die 1? Ja. Hier soll kommt ich? Jetzt jemand auf ihn zugelaufen, warte. Dann machen wir die gleichzeitig weg. Brauche ich nur noch eine gute Position. Ist schon weg. Alles okay. Okay. Wir müssen jetzt nur aufpassen, ja? Nicht übermütig werden. Was ist denn mit der 1 und die 2? Die sind auf derselben Etage, oder? Ja. Jetzt kommt ja einer mit einem Schild an. Soll ich den mal wegmachen? Ja, ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der wird von den oben halt gesehen, auf der oberen Etage. Müssen wir jetzt. Ist tot. Na toll, er liegt genau im freien Feld hier. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Jetzt kommen jetzt zwei, Max. Ich würde den hinteren nehmen. Okay, ich nehme den ersten. Ziel eliminiert. Sehr gut. Die 2 wäre in meinem Schussfeld. Aber Problem ist, die 2 wird von allen gesehen. Ja. Warte mal, wir können hier vielleicht in dem Boot nach oben gehen. Alter, wie dunkel das ist. Fuck. Aha, habe ich mir wohl falsch gedacht. Was denn? Ach, du bist im Boot hochgegangen. Ja. Da ist vorne eine Treppe drin. Ja, ich bin gerade runter durchgefallen. Hä, was macht er denn? Was machst du denn? Hallo? Fuck. Aufgeschreckt. Tango getroffen. 2 tot. Okay, hier komme ich nicht weiter. Es sind nur noch 3 insgesamt. Wir könnten jetzt einfach loslaufen. Noch 2. Die sind alarmiert. Alles gut, alles gut. Alle tot. Was war das denn? Wir auf und dann weiter. Vor allem, was ich nicht verstehe, warum denn wir die ganzen U-Boot-Informationen zerstören sollen. Warum sollen wir die nicht aufheben für die USA? Wäre doch viel logischer, oder nicht? Naja, wir sollen die U-Boote halt zerstören. Die Frage ist nur wie? Vielleicht mit C4. Ja, das kann natürlich sein, ja. Dazu müsste ich jetzt erstmal wieder an Land schwimmen. Was war das? Die 8, ja? Wie die 8? Ach so, bei den Tasten. Oh Gott, ich hab's daneben geschmissen. Wie komm ich denn hier wieder hoch? C4 Position. Also eins habe ich oben drauf gepackt. Na, dann spreng's mal, vielleicht klappt's ja. U-Boot zerstört. Verschwinden wir von hier. Sehr gut. Gut. Das ist ja zerbrochen. Das ist für ein schlechtes U-Boot. Ach nö, ich bin wieder ins Wasser gefallen.
Ich hasse übrigens die Dunkelheit hier. Ich finde es auch. Vor allem, das ist auch richtig geil zum Aufnehmen. Entweder siehst du nichts oder alles ist grün. Danke dafür, Ubisoft. Ui. Wir müssen mal noch die Aufklärungsdaten holen. Wo sind die denn? Also hier sind überall ein paar. Hier, klettert hoch, ey. Was ist denn das für ein bekloppter Schwein? Sowas riecht mich dann wieder um. Mit Aufklärungsdaten meinst du Vorräte oder wie? Nee. Sondern? Diese... Das, ja, damit, womit man, ja, man kommt hier nicht wieder an Land. Hä, ich steige jetzt als Passagier ein, Edge. Hä, vor allem wie dumm der ist. Oh Gott. Weil man nicht springen kann. Ich möchte mich hier mit nochmal bei Ubisoft für das tolle Springsystem bedanken. Dass es nicht gibt. Weil daran die Entwickler, die da dran wie viele Jahre entwickelt haben, nicht, du kannst ja nicht mal unter dem Steg drunter durchschwimmen. Wie kommt man denn hier wieder hoch? Ja, hier ist Land. Alter. Jetzt habe ich die blöde Pistole hier noch. In Deutschland. Was? Haben die bei dir auch gerade über LCR-Pro gesprochen? Nee. Bei mir schon. Die haben gesagt, für ihn ist das Kartell sozusagen wie ein Ingenieurbüro in Deutschland. Sozusagen, weil er im verarmten Verhältnis aufgewachsen ist. Hauptsache halt, die bezahlen sozusagen, weißt du? Ja. Ob das nun mit einem Ingenieurbüro in Deutschland, ich denke mal, die meinen das von der Transparenz her. Jetzt kommt gerade irgendwas hier. Und die versenken sie nach der Lieferung. Fürs Uber oder so. Davon. Das rechnet sich. Wenn du Koks für 200 Millionen verschiffst und dafür 2 Millionen... Also wenn mir Suenio 2 Millionen gibt, damit ich seinen Scheiß nicht in die Luft jage, komme ich ins Grübeln. Ich würde wohl nein sagen, aber grübeln würde ich. Definitiv. Oh Gott. Mehr Schub. So, warte, ich guck mal, bei wie vielen Minuten wir sind. Bei 17, okay, da können wir eine Mission machen. Boah, lässt sich das mit WASD scheiße steuern. Du fliegst aber schon zu A, oder? Ach so. Sieht gerade nicht so aus. Hier ist gerade was explodiert. Da war gerade übrigens Haus eines Buchons. Buchons, ja. Kommt uns gerade mal ein Flugzeug entgegen. Da, das ist dann das Hauptquartier von El Cerebro wahrscheinlich. Alter, das ist alles voller Unidad, Max. Tja. Wir können auch zu einem anderen Einsatz fliegen. Nö, nö. Ist das ein Unidad Hauptquartier? Warum dreht er sich denn eigentlich noch so lange weiter? Der Rotor? Ja. Na, der ist ja nicht von jetzt auf gleich aus. Die Drohne ist oben. Boah, ist das scheiße. Schon wieder so ein scheiß Unidad. Ich hasse die Unidad. Ich pack die Drohne aus. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Die haben Alarm am Start. Naja, die haben Alarm am Start, Junge. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich glaube, hier hinten können wir reingehen, das wäre am einfachsten. Noch ein Ziel, Alter. Super. Alter, sind das viele. Wagen mit montierter Waffe. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde.
aber keinen Empfang mehr. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt, oder was? Ja, er kann sich mal schnell ohne eine zweite Mahnung, kann da schon mal dazu kommen. Und auf einmal hast du keinen Telefonvertrag mehr. Ist mir selbst schon passiert. Na, da schau an. So viele Tasten, die man hier immer drücken muss, ey. Boah, jetzt habe ich ihn, Max. Den letzten. Die Frage ist, wie machen wir das nun? Ich könnte zuerst mal den hier auf dem vorderen Scharfschützen-Menschen umbringen. Ich könnte dir Deckung geben, ich bin schon auf dem Scharfschützenturm. Soll ich den hinteren da machen? Du musst ja noch den 265 Meter. Ach, du bist auf dem da, das ist natürlich ziemlich doof hier laufen. Markier mir den hinteren noch einfach mal. Also der da muss noch und der da muss noch. Und der hier vorne, aber den würde ich jetzt kriegen. Alles okay, alles okay. Getroffen. Ja, wir sind aufgeflogen. Wir haben sie aufgescheucht. Alter, ich liebe das, wie die Kugeln einfach nach ein paar Metern runterfallen. Oh Gott. Max, die beschießen uns mit Mörsern. Die wissen ja gar nicht, wo wir sind. Mörser in Deckung. Klar wissen die, wo wir sind. What the fuck? Der Alarm ist jetzt aus. Mörserbeschuss! Oh, das war nah an mir dran. Wow, 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 das war jetzt ziemlich nah an mir dran. Lukas, folgt mir mal, hier unten ist ein Eingang. Die treffen mich ganz genau. Dann zerschießen sie ihren eigenen Generator, wenn sie dich treffen. Uns holen ein paar... es kommen ein paar Verstärkungen. Rebellen? Ja. Hauptsache halt irgendwer. Wenn Unidad vor. Wo? Ein Unidad Vogel, aufpassen. Heli, runter, runter. Die sind alarmiert. Ah, das war nicht so gut. Schaffen wir es irgendwie zu dem Haus hin? Ich rasche hier erstmal durch. Okay, das Tor zu dem Haus ist offen. Wir können einfach durchrauschen. Oh Gott, der schießt ja mit einem Minigun. Oh. Was mache ich denn? Ja, ich bin aufgeflogen. Tango getroffen. Was ist denn mit dem Heli los? Weil das leider explodiert. Alter, Mörser, Mörser. Oh Gott, oh Gott. Was ist hier denn los? Liebst du noch? Ja. Die tanzen hier zur Attacke, Junge. Oh Gott. Die zwei hier sind tot. Ich auch gleich. Oh Gott. Ich komme hier drüber gelaufen. Schnell, Lukas. Ah! Okay. Ich hacke. Demnach kauft El Cerebro für seine neue U-Boot-Konstruktion tonnenweise Militärelektronik im Ausland.
Die Rebellen wollen uns unterstützen. Sieht so aus, als wäre vor ein paar Tagen eine Lieferung per Schiff gekommen. Meinst du, die sollten wir uns holen? Diese Ladung könnte eine Informationsgoldmine sein. Wir stehlen das Boot und bringen es Bowman. Die kann es dann von der Agency untersuchen lassen. Hier oben ist noch was. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Was war denn das? Weiß ich nicht. Ich habe mir noch Kingslayer-Akten geholt. Ach so, jetzt muss ich hier... Was macht er denn jetzt? Wir kriegen gleich Besuch. Ich hänge fest! Abbrechen! Oh Gott, was ist das denn? Was für ein Scheiß. So, jetzt nochmal. Mit hart an. Hä? Klappt wieder nicht. Ich möchte sagen, wir kriegen hier gleich Besuch. Ja, Lukas, hier oben ist aber ja, so dann, ein Ding. Dann nimm du doch mal. Hab hier den Standort eines inaktiven Rebellensenders. Helfen wir, ihre Botschaft zu verbreiten. Ich weiß, wo ein Kartell ist. Achtung, da sind Leute. Ich wüsste ja nicht, wovon wir gerade beschossen werden, aber irgendwie... haben wir beschossen. Kommt gleich einer hoch, würde ich sagen. Ja, ja. Na, da ist er ja schon. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Fuego a voluntad. Einer weniger. Alter! Schnell, in Deckung! Fuck, fuck, fuck! Wir müssen irgendwie zu einem Heli kommen. Jetzt schießen sie mit einem Mörser auf uns. Ich habe gerade übrigens eine Ablenkung angeheuert. Scharfschütze, runter mit dir! Alter, bei uns gewittert's gerade, ne? Mann, ich werde immer angeschossen. Ah, jetzt packt das scheiß Fernglas weg, ey. Granate fliegt. Müssen wir hier nur irgendwie wieder rauskommen? Der Typ ist weg hier irgendwie. Der Tango ist hin. Alter. Alter, jetzt kommen alle zu uns. Jetzt kommen sie alle zu uns. Dann leck mich doch mal. Ich häng fest. Gott, ich komme wieder hoch. Die Rebellenablenkung hat begonnen. Ich habe eine Ablenkung geschickt. Wir müssen jetzt immer so oft sehen, wie so Katz und Maus spielen. Alter, das ist hier voll gerade geblitzt, ey. Was ist denn das? Das hört sich an, als würden die hier mit dem Rasenmäher durchfahren. Oh fuck, da unten kommen sie. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Oh Gott! Alter, Lukas! Es war eine Einrichtung zerstört. Granate. Es kommt eine hoch! Salaman, komm!
kommen die alle her? War ja eine tolle Ablenkung der Rebellen. Also, muss schon sagen. Max, fliege mal da weg. Granate! Komm schon. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Hier kommt einer. Oh Gott, weg da! Wieso läuft der denn so langsam? Ich hab mit C4 in der Luft gesprengt. Die Sprengladung ist scharf. Okay, ist nur noch einer hier unten drin. Ich sehe ihn. Ich würde sagen, wir machen uns hier weg. Ja. Wo ist denn der Heli? Haben die einen Heli? Der Heli steht bei dem Mörser, oder? Ja, und sehr weit weg ist das. Okay, ich habe hier einen Funkwagen und... Scheiße Max, hier kommen die Verstärkung jetzt. Ja, komm zu mir. Wir brechen hier durch mit dem LKW. Machen wir mal Durchbruch. Ich habe ein Problem. Was denn? Ich bin tot. Fahr schnell weg. Okay. Nein, ich habe mich festgefahren. Wie bist du denn gestorben? Ja, hier waren vier so eine Autos mit Ding oben drauf. Minigun. Ja. Fuck, hier ist ja Wasser. Aber immerhin kommt jetzt unsere Verstärkung. Und die legen sich mit gefühlt 28 Unidad-Soldaten. Aber du hast Zeit zum Wegfahren. Der LKW wurde gesprengt. Und jetzt werde ich, glaube ich, gesprengt vom Mörser. Nein, ich glaube nicht. Da musst du mal gucken, da kommt dann so ein Kreis und. Ja, ja, ich bin ja im Wasser und der LKW steht halt im Wasser. Aber die schießen immer weiter auf den LKW. Ich bin jetzt an der anderen Seite des Flusses. Vielleicht sollten wir mal rasten, die Vorräte auffüllen. Meinst du nicht? Nein, du meinst Kaiman. Diese kleinen Alligatoren, die sollen wie Kaninchen schmecken. Da wussten du nee, das stimmt nicht. Scheiße, das beste Stück ist der Alligator-Schwanz, also der hinten. Aber du musst ihn gut marinieren, sonst hast du nur ein Steak, das nach Pappe schmeckt. Die Marinade habe ich leider im anderen Rucksack. Ich bin hier in der Kirche. Ja, ich sehe es. Sieht nach so, machen wir erstmal Cut, würde ich sagen. Ja. Die unterhalten sich hier gerade nur über Kaiman-Rezepte. Ja, Zeit ist ran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.